posted record profits. The highest now in the state made 9.5 billion. Shell gewann die Schlacht, eines der größten Energieunternehmen der Welt zu werden. Shell hat nicht nur die Erfahrung, das Geld und Betriebe in 140 Ländern, sondern wird auch jährlich größer, reicher und mächtiger. Alles begann 1833, als der junge Londoner Marcus Samuel eine Vision hatte. Bereits in seiner späteren Kindheit wurde er von seinen Eltern nach Übersee geschickt, um dort zu arbeiten und die Familie zu unterstützen. Das prägte ihn stark und so suchte er nach einem Weg aus der finanziellen Abhängigkeit seiner Eltern. Die Frage, wie ein Jugendlicher allein und mit nur einem Traum in der Tasche gegen Weltmächte ankämpfen konnte, entführt euch in eine Geschichte, die ihr so schnell nicht vergessen werdet. Marcus Samuel legte zwar den Grundstein mit seiner Idee und investierte viel Geld und Kraft dafür, doch er sollte die Gelegenheit nicht bekommen, seinen Plan bis zum Ende zu verwirklichen. Mit einem Versprechen legte Marcus Samuel seinen beiden Söhnen seine Vision auf, doch die beiden zögerten stark. Trotzdem ist Shell heute einer der reichsten Konzerne der Welt. Also, was war passiert? Der Ölmulti überstand mehrere Kriege, Ölkrisen und Skandale, für welche er viele Millionen Dollar investieren musste, um bestehen bleiben zu können. Die Entstehungsgeschichte von Shell ist geprägt von Innovationen und technischen Fortschritten. Doch sie ist auch eng verbunden mit politischen Ereignissen und dunklen Affären. Doch wer war der Gründer und welche Visionen trieben ihn voran? Wie konnte eine kleine Muschel einen Ölmulti entstehen lassen? Welche düsteren Machenschaften stehen im Zusammenhang mit Shell? Welche Skandale führten dazu, das Shell-Unternehmen bis in die neue Zeit auf der Anklagebank zu sehen? Sei bereit für eine Reise hinter die Kulissen von Shell und lass uns die Wahrheit herausfinden. Doch bevor wir loslegen, wie ein Tropfen kostbaren Öls in einer Welt der Innovation und Kreativität, kannst du uns mit einem kostenlosen Abonnement, einem glänzenden Like oder einem schimmernden Kommentar dabei helfen, weiterhin hochwertigen Content wie diesen zu erschaffen. Deine Unterstützung ist wie das fließende Öl, das unsere Ideen zum Leuchten bringt und den Motor unserer Kreativität am Laufen hält. Unsere Geschichte über die Entstehung von Shell beginnt im Jahre 1833 mit einem jungen Mann namens Marcus Samuel. Bereits als Jugendlicher wurde er nach Übersee geschickt, um für das Familienunternehmen zu arbeiten und die Familie finanziell zu unterstützen. Diese Erfahrung prägte ihn stark. Schließlich war er noch ein halbes Kind. Er wurde selbstständig und visioniert und begann, Möglichkeiten für den Welthandel im fernen Osten zu sehen. Diese Vision ließ ihn nicht mehr los. Und so steckte er all seine jugendlichen Kräfte in die, zur damaligen Zeit eher bizarre Geschäftsidee, Muschelschalen aus Fernost nach London zu importieren. Diese waren damals als exotische Dekorationsartikel und Nahrungsmittel bei den Londonern sehr beliebt. Doch Marcus Samuel bemerkte schnell, dass sie weitaus gewinnbringendere Eigenschaften hatten. So spezialisierte er sich auf die Herstellung von Perlmutt-Buttons und sein Geschäft begann zu florieren. Marcus Samuel spürte, dass dies erst der Anfang einer großen Geschäftsidee war. Als er eines Tages mit seinen beiden Söhnen Marcus und Samuel zusammensaß, erzählte er ihnen von seiner Zukunftsvision. Er hatte den Plan, eine Firma zu gründen, die den Öl- und Gasmarkt durch Förderung der Rohstoffe revolutioniert, jedoch auf eine Weise, die umweltfreundlicher und effizienter war als alles, was zuvor gesehen worden war. Er wollte sichergehen, dass im Falle seines Ablebens die beiden Söhne an seiner Vision festhielten und sie in seinem Namen und mit aller Kraft umsetzen würden. Seine Söhne sollten seinen Traum weiterleben und ihn stolz machen. Die Brüder waren skeptisch, versprachen ihm dennoch, dies zu tun. Als ob er es gewusst hätte, verstarb Marcus Samuel kurze Zeit nach diesem Gespräch und hinterließ den Gebrüdern Samuel sein Muschelschalen-Importunternehmen und die Geschäftsvision eines umweltbewussten Öl- und Gaslieferantens. Doch die beiden sahen sich nicht in der Lage, eine so große Vision wie die ihres Vaters umzusetzen und zögerten stark. Viele Nächte darauf saßen sie gemeinsam unter dem Sternenhimmel, versanken in tiefe Gespräche über ihren verstorbenen Vater und dessen Vorhaben.
haben. Sie begannen zu verstehen, dass er als junger, unerfahrener Mann unter schwersten Umständen seiner Geschäftsidee folgte, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, dass er es vielleicht nicht schaffen könnte. Er war zielorientiert gewesen und arbeitete sein Leben lang hart, während er den steinigen Weg zum Erfolg entlang wanderte, ohne zurückzublicken. Außerdem hatte er ihnen kurz vor seinem Tod ein Versprechen abgenommen und so rappelten sie sich in einer dieser Nächte auf und lebten den Traum ihres Vaters. Stellt euch vor, ihr hättet so ein Versprechen gegeben. Würdet ihr euer Leben opfern, um es zu erfüllen? Marcus und Samuel standen sofort vor einer Hürde. Das Problem war nicht nur, dass Öl damals hauptsächlich nur zu Beleuchtungszwecken und als Schmierstoff eingesetzt wurde, was eine relativ geringe Nachfrage zur Folge hatte, sondern auch, dass Russland mit einem großen Vorkommen an hochwertigem Öl und einem strategisch günstigen Hafen bereits der Hauptlieferant von Öl war. Dies galt es zu toppen. Und das war nicht so einfach. Sie könnten ihr Rohöl lediglich aus dem fernen Osten beziehen, der zu weit entfernt war, und die Transportkosten und Schwierigkeiten würden sich wegen der geringen Nachfrage nicht rentieren. Doch die Brüder gaben nicht auf. Sie benötigten nur eine einzige Gelegenheit. Und wenn diese sich bieten würde, dann wollten sie sie beim Schopf ergreifen. Ihr Durchhaltevermögen würde sich schon bald auszahlen. Und so stieg, kurze Zeit darauf, die Nachfrage nach Kraftstoff mit der Vermarktung von Verbrennungsmotoren ab 1886 rapide an. Nun konnten sie beginnen, Ölprodukte nach Großbritannien zu importieren. Sie hatten keine firmeneigenen Schiffe und wandten sich an eine externe Dampferflotte, um große Mengen Öl transportieren zu können. Doch bald darauf wollten die Brüder ihre eigenen Tankschiffe besitzen. Und so veranlassten sie den Bau der Murex. Als diese fertiggestellt war, ging sie als erstes Tankschiff, das 1892 den Suezkanal durchfuhr, in die Geschichte ein. All die Zweifler, die sich damals geweigert hatten, Marcus Samuel Senior mit finanziellen Mitteln bei seiner außergewöhnlichen Geschäftsidee zu unterstützen, standen mit ungläubigen Gesichtern und offenen Mündern da. Die Gebrüder Samuel bewiesen aller Welt, dass sie tüchtige Unternehmer mit Durchhaltevermögen waren, die sich von Zweiflern, Pessimismus und dem Tod ihres Vaters nicht beeinflussen ließen. Doch was als nächstes geschah, hätten sich Marcus und Samuel in ihren schlimmsten Albträumen nicht vorstellen können. Die Firma expandierte schnell und die Gewinnzahlen stiegen ins Unermessliche. Doch kurz darauf mussten die Brüder feststellen, dass die britische Regierung das Monopol auf Ölprodukte hatte und diese zu hohen Preisen verkaufte. Die beiden Männer beschlossen, eine eigene Ölraffinerie zu bauen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. In gewisser Weise war es eine Kriegserklärung an die Regierung, denn diese war nicht erfreut über das Aufkommen eines neuen Unternehmens auf ihrem Territorium und sah es als Bedrohung an. Somit erließ sie strenge Vorschriften und Steuern für die Shell-Brüder, um deren Produktion zu verlangsamen und den Verkauf ihrer Produkte zu reduzieren. Die beiden kämpften hart gegen diese Einschränkungen an und versuchten, ihre Produktion trotz der hohen Kosten aufrechtzuerhalten. Es war alles andere als einfach und eine Ölraffinerie zu erbauen, würde sie in weitere Unkosten stürzen. Doch sie wussten, dass dies der einzige Weg war, sich aus der Abhängigkeit der britischen Regierung zu befreien. Sie verfolgten ihren Plan zielstrebig und investierten viel Geld in den Bau einer Raffinerie in Antwerpen, Belgien. Es gelang ihnen schließlich und die Ölraffinerie half ihnen dabei, ihre Ölprodukte günstiger und somit auch erfolgreicher zu verkaufen. Sie wurden zu dem stärksten Konkurrenten der britischen Regierung und damit auch zu dem Staatsfeind Nummer 1. Die Produktion lief auf Hochtouren. Und mit der Unabhängigkeit vom Staat kam auch die Freiheit, die den beiden so wichtig war. Doch kurze Zeit darauf sahen sie sich aufgrund der großen Ölnachfrage immer mehr mit dem Problem, die wahnsinnig großen Ölmengen aus dem fernen Osten transportieren zu können, konfrontiert. Der einzige Transportweg nach Europa war der gefährliche Suezkanal. Und damit mussten sie weitere Tankschiffe durch diesen schicken. Obwohl ihre Murex diese waghalsige Fahrt geschafft hatte,
blieb es dennoch ein Risiko, ständig große Tankschiffe durch den relativ engen Suezkanal fahren zu lassen. Warum? Der Suezkanal ist mit einer Breite von 215 Metern zwar nicht eng, doch es spielen weitere Faktoren eine Rolle. Die Tankschiffe sind schwer beladen, das immense Gewicht drückt sie nach unten und im Fall eines Unglücks mit austretendem Öl wäre es eine Tragödie für die gesamte Umgebung gewesen. Erinnern wir uns kurz daran, dass Marcus Samuel Sr. zwar eine Firma für Ölförderung gründen, aber auch umweltfreundliche Voraussetzungen schaffen wollte. Ein Ölunglück wäre sicher nicht in seinem Interesse gewesen. Das war den Brüdern klar. Doch sie hatten keine andere Wahl, blieben hartnäckig und sahen der Gefahr eines möglichen Unglücks ins Auge, immer mit der Hoffnung, dass keine Katastrophe geschehen und sie in größere Verluste stürzen würde. Sie blieben erfolgreich und tauften ihr Unternehmen auf den Namen Shell Transport and Trading Company um. In Erinnerung an den Beginn einer Geschäftsvision ihres Vaters wählten sie als Firmenlogo eine Miesmuschelschale, welche uns allen bekannt sein dürfte. Es gab Zeiten, in denen Marcus Samuel Jr. sich nichts sehnlicher wünschte, als sich aus dem Versprechen, das er gegenüber seinem Vater gemacht hatte, zu entziehen. Wie bereits erwähnt, waren die Anstrengungen, dieses Versprechen zu erfüllen, groß und Marcus wollte Luft holen. Außerdem war er nicht nur ein Unternehmer, sondern auch ein glücklicher Ehemann und Familienvater. Er wollte seiner Frau, die er über alles liebte, Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Er erinnerte sich an das Jahr 1885 zurück, als er auf einer Geschäftsreise war und Fanny Elizabeth Benjamin begegnete. Die junge, elegante Frau gefiel ihm. Sie war voller Stolz, Anmut und entführte ihn in eine neue Welt. Er wusste, dass er ihr verfallen war und kam zu dem Entschluss, diese Frau für den Rest seines Lebens an seiner Seite haben zu wollen. 5 Jahre später heiratete das Liebespaar und bekam im Laufe der kommenden Jahre 4 wundervolle Kinder zusammen. Marcus genoss die Verbundenheit mit seiner Familie und hätte gern mehr Zeit mit seiner Frau und den Kindern verbracht, doch er hatte ein Versprechen zu erfüllen. Und so gönnte er sich diese Pause nicht und kehrte mit vollem Tatendrang zu dem Shell-Unternehmen zurück. Er würde es nicht bereuen, denn für die folgenden Jahre brauchte sein Bruder ihn mehr denn je. Die Suche nach Ölquellen brachte die Brüder in Kontakt mit dem Royal Dutch Petroleum, einem Unternehmen, dessen Ursprung ins niederländische Königshaus zurückführt. Im Jahr 1907 fusionierte ihre Shell Transport and Trading Company mit der Royal Dutch Petroleum Company aus den Niederlanden und wurde zur Royal Dutch Shell. Die Gebrüder wagten diesen Schritt, um weiter zu expandieren und auch in anderen Ländern Ölraffinerien bauen zu können. Außerdem hatten die beiden nun Zugang zu Ölfeldern in Indonesien und Rumänien und konnten so die Produktion von Erdöl und Erdgas vorantreiben. All diese Schritte ließen sie endlich Unabhängigkeit von Russland gewinnen und es schien, dass niemand sie aufhalten konnte. Während des Ersten Weltkriegs wurde die Royal Dutch Shell Group zum wichtigsten Lieferanten von Treibstoff für die britische Armee. Wieder hatten die Gebrüder Samuel ihren Geschäftssinn und die Liebe zu der Vision ihres Vaters unter Beweis gestellt. Doch es gab ständig neue Herausforderungen. Eine davon war die politische Instabilität in einigen Ländern. Die Kontrolle über die Ressourcen und der Zugang zu Märkten waren während dieser Zeit von entscheidender Bedeutung. Und die Kriegsanstrengungen führten zu einer Verknappung von Rohstoffen und einem starken Anstieg der Preise. Doch die Brüder gaben ihren Traum nicht auf. Sie arbeiteten hart an der Umsetzung ihrer Pläne und meisterten auch diese Aufgabe. Sie glaubten an den Traum ihres Vaters und wollten ihn stolz machen. Wenige Zeit später jedoch sahen sie sich mit Umweltproblemen konfrontiert. Die britische Regierung beauftragte das Unternehmen der Brüder während des Ersten Weltkriegs, Kampfflotten mit Öl zu versorgen. Dabei kam es immer wieder zu Ölverschmutzungen in Häfen und auf See. Außerdem produzierte ihr Betrieb große Mengen an Treibstoffen für Kampfflugzeuge. Die Produktion der Treibstoffe führte zu erheblicher Luftverschmutzung in der Umgebung der Fabriken. Da diese Umweltskandale gegen die Vision und die Pläne ihres Vaters waren, wollten die Brüder schnell handeln. Leider hatten sie damals nicht die Möglichkeit, etwas zu ändern. Und so verliefen diese Spuren im Sand des Ersten Weltkriegs. Geplagt von schlechtem Gewissen und Schuldgefühlen, setzten Marcus und Samuel die Geschäftsidee ihres Vaters fort und waren schließlich 1920 zur führenden Mineralölgesellschaft geworden. Die Royal Dutch Shell war auf der ganzen Welt bekannt und in aller Munde. Die Umsätze stiegen an. Doch Marcus Samuel war alt geworden
die Spuren der Vergangenheit, der andauernde Kampf, Hindernisse zu überwinden, seines Vaters Traum zu verwirklichen und äußeren Einflüssen zu trotzen, hatten ihn geprägt und geschwächt. So verstarb er 1927 und ließ das Unternehmen in der alleinigen Macht seines Bruders zurück. Wenige Jahre später sollten neue Geschehnisse den Erfolg erschüttern. Samuel stellte sich den Aufgaben tapfer und auf sich allein gestellt, doch die 1930er Jahre waren schwer, denn Venezuela nationalisierte seine Ölfelder. Dies bedeutete für ihn, dass er der venezolanischen Regierung großzügige Konditionen einräumen musste. Zu großzügig, denn die Zeiten waren hart. Das Unternehmen war weltbekannt und hatte Standards zu erfüllen. 1934 verstarb auch Samuel und hinterließ sein Vermächtnis in den Händen von Sir Robert Wally Cohen, einem englisch-jüdischen Geschäftsmann. Er hatte einen akademischen Grad in Chemie auf der Cambridge University erlangt und arbeitete bereits seit 1901 für die Shell Trading and Transport Company. Als erfahrener, treuer und jahrelanger Mitarbeiter sollte ihm die Ehre der Unternehmensleitung zuteil werden. Sir Robert hatte nun zwar die Führungsposition bekommen, doch er hatte auch Schwierigkeiten, die Visionen der Familie Samuel fortzusetzen. Kurze Zeit später brach der Zweite Weltkrieg aus, wobei die Royal Dutch Shell wieder in der Verantwortung der Ölversorgung stand. Diesmal für die Alliierten. Die Geschichte der Familie Samuel erlebte ein Déjà-vu. Ein weiteres Mal mussten die Visionen des Gründervaters, zumindest teilweise, hinten angestellt und mit den Einschränkungen und Schwierigkeiten des Krieges, wie zum Beispiel der Zerstörung von Raffinerien und Pipelines, zurechtkommen. Der Unternehmensleiter nahm auch diese Hürde und vertraute auf seine Instinkte und sein Geschäftsverständnis. Immer den Traum von Marcus Samuel Sr. vor Augen. Alles wurde besser, als der Krieg zu Ende war. Die Nachkriegszeit war eine Zeit des Wiederaufbaus und der Erholung für viele Unternehmen, einschließlich der Royal Dutch Shell. Obwohl Marcus und Samuels Unternehmen während des Krieges unter Druck geriet und einige seiner Anlagen beschädigt wurden, konnte es sich schnell erholen und wieder auf die Beine kommen. Doch wie schaffte es Sir Robert damals, aus den Trümmern der Vergangenheit einen Ölgiganten zu errichten? Eine glückliche Erfindung sollte die Basis dafür sein. Nach dem jahrelangen Terror des Zweiten Weltkriegs und des Nazi-Regimes brachte der lang ersehnte Frieden den Autoboom. Mit scharfem Geschäftssinn schlug der Unternehmensleiter zu, expandierte nach Afrika, hatte besser motorisierte Schiffe zur Verfügung und konnte weiterhin die Position als weltweit größter Öllieferant festigen. Man sollte meinen, die Familie Samuel hätte es geschafft, ihren Traum auch nach ihrem Tod weiterzuleben. Wenn wir uns an den Geschäftsbeginn erinnern, als ein junger, hart arbeitender Mann Miesmuschelschalen aus dem fernen Osten importierte, um Perlmutt-Buttons zu verkaufen, wie groß ist dann der Sprung, den das Unternehmen in 100 Jahren gemacht hatte? Doch leider geschah eine weitere Katastrophe. Die Royal Dutch Shell sollte schon bald mit einer Krise zu kämpfen haben, die das Durchhaltevermögen der Unternehmensleitung auf eine harte Probe stellte. 1973 kam es zum 20-tägigen Krieg zwischen Israel auf der einen und Ägypten und Syrien auf der anderen Seite. Der Yom Kippur-Krieg löste eine westliche Ölkrise aus, die vor allem auf den Lieferboykott der Araber und deren Embargo für die westliche Welt zurückzuführen ist. Der Ölpreis stieg um das Vierfache und für das Unternehmen begannen wieder einmal harte Zeiten, die Geduld und Stärke abverlangten. Nicht nur für Sir Robert Wally Cohen fühlte es sich an, als ob ein Traum kurz vor dem Ende stand, sondern auch für die europäische Bevölkerung, die damals mit Zwangspausen, Fahrverboten und Energiesparmaßnahmen zu kämpfen hatte. Doch die Royal Dutch Shell hatte bereits zu viele Herausforderungen gemeistert, wuchs mit der Geschäftsidee und hatte das Selbstbewusstsein erlangt, nie aufzugeben. Cohen sah sich gezwungen, schnell zu handeln und begann sich auf neue Märkte zu konzentrieren. Er erschloss Ölfelder in der Nordsee und in Südamerika. Finanziell gesehen war es eine Katastrophe, denn die Erschließungen waren kostspielig, aber sie waren unerlässlich. Und so schaffte es der Konzern, ein weiteres Mal seine Unabhängigkeit und Freiheit zu erlangen. Die Nordsee-Plattform sollte Jahre später für negative Schlagzeilen sorgen, doch zu jener Zeit ermöglichte sie ihm uneingeschränkte Öllieferungen und Unabhängigkeit vom Nahen Osten.
Dafür wurde Sir Robert als Unternehmensleiter von der Öffentlichkeit stark gefeiert und respektiert, was ihm die Kraft gab, durch Marcus Samuels Vision den Menschen ihren Traum von Mobilisierung zurückzugeben. Man konnte sein Auto wieder uneingeschränkt nutzen und am Wochenende zu Freunden oder in den Park fahren. Wir können sagen, dass dies ganz klar der Verdienst der Familie Samuel war, die selbst in härtesten Zeiten nicht aufgegeben und immer Lösungen gefunden hatte. Doch die Zufriedenheit, insbesondere die der europäischen Bevölkerung, sollte nicht von unendlich langer Dauer sein. In den 1990er Jahren stieg das Umweltbewusstsein der Menschen. Durch Berichterstattung in der Medien, Kampagnen wie die Grüne Welle oder auch durch den bereits 1972 veröffentlichten Bericht Grenzen des Wachstums an. Dieser warnte vor den Konsequenzen von unkontrolliertem Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch. Die Bevölkerung begann, über Umweltfragen nachzudenken und wurde sich darüber bewusst, dass die Umwelt geschützt und erhalten werden musste. Damit wurde der Respekt und die Sympathie gegenüber der Royal Dutch Shell, einem riesigen Ölkonzern, immer weniger. Plötzlich standen die Nachfolger der Gebrüder Samuel als größte Öllieferanten der Welt im öffentlichen Interesse und hatten mit Umweltschutz und Umweltbewusstseinsfragen zu kämpfen. Besonders ihre Aktivitäten in Nigeria gerieten seinerzeit ins Rampenlicht. Die Lage spitzte sich zu, als sie beschuldigt wurden, für die Hinrichtung von 9 nigerianischen Umweltschützern mitverantwortlich gewesen zu sein. Die Unternehmensleiter hatten sich plötzlich mit völlig neuen Dimensionen auseinanderzusetzen und all die Hindernisse aus der Vergangenheit schienen unwichtig zu werden. Sie hätten sich nicht träumen lassen, jemals einer derartigen Anklage gegenüberzustehen. Doch hatten sie wirklich Blut an ihren Händen? Zwanzig Jahre lang wies der Ölkonzern jegliche Schuld im Zusammenhang damit von sich. Doch nach Angaben von Amnesty International war Shell an zahlreichen Morden, Folterungen und Vergewaltigungen beteiligt, die damals von paramilitärischen Organisationen in Nigeria verübt wurden. Wir können davon ausgehen, dass die Unternehmensleitung von diesen Gräueltaten zumindest gewusst und nichts dagegen unternommen hatte. Cohens Nachfolger hatten nachweislich weiterhin auf militärische Unterstützung bestanden, obwohl bereits bekannt geworden war, dass Sicherheitskräfte Protestanten auf grässliche Weise ermordeten. Das Unternehmen hatte sich endgültig der dunklen Seite des Öls zugewandt. Die weltweiten Proteste gegen die Hinrichtung bestärkten die Umweltschutzbewegungen auf der ganzen Welt. Und so richtete sich die Aufmerksamkeit nicht nur auf die fragwürdige Hinrichtung der Umweltschützer, sondern auch auf die Umweltschutzfragen im Zusammenhang mit dem Ölunternehmen. Die Unternehmensführer erinnerten sich an den Gründer, Marcus Samuel Sr., der vor fast 150 Jahren eine Vision eines umweltfreundlichen Öllieferanten hatte, und begannen, ihre Strategien zu überdenken. Sie setzten sich das Ziel, die Umweltauswirkungen des Unternehmens zu reduzieren und gleichzeitig ihre Geschäftstätigkeit fortzusetzen. Sie investierten in neue Technologien und Prozesse, um ihre Emissionen zu reduzieren und den Energieverbrauch zu optimieren. Ein wichtiger Schritt war die Einführung von umweltfreundlicheren Treibstoffen wie Biodiesel und Ethanol. Diese Treibstoffe waren weniger schädlich für die Umwelt als herkömmliche Kraftstoffe und halfen dabei, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Die Royal Dutch Shell arbeitete eng mit Regierungen und Umweltorganisationen zusammen, um ihre Umweltinitiativen voranzutreiben. Die Unternehmer erkannten, dass sie gemeinsam mehr erreichen konnten als alleine, dass die Firma einen großen Einfluss auf die Umwelt hatte und dass es ihre Verantwortung war, diesen Einfluss zu minimieren. In Gedenken an den verstorbenen Gründer erfüllten sie seine Vision eines umweltfreundlichen Ölunternehmens, wurden zum Vorreiter in der Branche und setzten Maßstäbe für andere Unternehmen. Dank ihrer Bemühungen konnte Royal Dutch Shell in den 90er Jahren große Fortschritte im Bereich Umweltschutz erzielen. Die 9 durch das Militär hingerichteten Männer waren Mitglieder der Ogoni-Gemeinde gewesen und hatten sich aktiv gegen die Ölförderung des Ölkonzerns in ihrem Land eingesetzt. Das Unternehmen der Samuel-Familie hatte im Niger-Delta viele Jahre Öl gefördert und die Ölförderung hatte das Land und die Gemeinden über 50 Jahre lang zerstört. Die Lebensbedingungen des dort ansässigen Ogoni-Volkes wurden nachhaltig beeinträchtigt. Bis heute ist das Trinkwasser mit Öl verschmutzt und Landwirtschaft
durch Öllachen auf den Böden unmöglich. Die Ogoni-Gemeinde hatte jahrelang friedlich protestiert und sich gegen die Zerstörung ihrer Heimat gewehrt. Doch die Regierung und auch Shell hatten ihre Forderungen ignoriert und sie als Bedrohung für ihre Geschäftsinteressen betrachtet. So wurden diese neun Männer schließlich verhaftet und zum Tode verurteilt. Die Angehörigen der Verurteilten waren am Boden zerstört und wussten, dass ihre Lieben unschuldige und friedliche Protestanten waren. Doch sie waren machtlos gegen die mächtige Kombination aus der Regierung und der Royal Dutch Shell. Die Weltöffentlichkeit reagierte entsetzt auf die Hinrichtungen. Doch für die Ogoni-Gemeinde änderte sich nichts. Um Menschlichkeit und Verständnis für die Witwen der neun hingerichteten Männer zu zeigen und ein reines Gewissen gegenüber den verstorbenen Gründern zu erlangen, wollte die Unternehmensleitung eine Abfindung von 15,5 Millionen Dollar an die Hinterbliebenen zahlen. Doch das niederländische Gericht lehnte diesen Antrag ab. Und so sollte es keine Wiedergutmachung geben. Doch später zahlte die Royal Dutch Shell umgerechnet knapp 95 Millionen Euro Schadenersatz für die von ihr angerichteten Ölkatastrophen in Nigeria, die durch Ölgewinnung des Konzerns zustande gekommen waren. Diese Wiedergutmachung gab den Unternehmensführern das Gefühl, Marcus und Samuels Meisterwerk mit gutem Gewissen gegenüber den Geschädigten weiterzuführen. Doch das Niger-Delta und seine Dörfer werden für viele Jahre zerstört bleiben. Neben Umweltzerstörungen in Nigeria und den grausamen Taten an unschuldigen Afrikanern haben sich die Unternehmensleiter bis in die heutige Zeit für viele weitere Affären zu verantworten. Eine davon ist die Ausmerzung einer wunderschönen Karibikbucht. Sir Robert Cohen hatte zur Zeit des Zweiten Weltkriegs das Problem, dass die Herstellung enormer Mengen eines Leichtölprodukts, nämlich dem Treibstoff für Kampfflugzeuge, die Nachfrage nach schwerem Heizöl zurückgehen ließ. Das hatte zur Folge, dass in den Shell-Raffinerien große Mengen Asphalt anfielen, welche ein Nebenprodukt des Öls waren. Damals hatte Cohen die grandiose Idee, diesen Asphalt in den sumpfigen Gebieten der Buska-Bucht verschwinden zu lassen und veranlasste bis 1953 etwa 1,5 bis 2 Millionen Tonnen Abfälle ins Wasser kippen zu lassen. Dieser See wird heute Asphalt Lake genannt. Was würde die Familie Samuel wohl dazu sagen? Nicht nur der frühere Unternehmensleiter wurde als gewissenlos entlarvt. Wir alle kennen den Spruch, Geld regiert die Welt. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Shell auch in verschiedene Finanzskandale verwickelt ist. Einer davon ist der Versuch, Steuerzahlungen auszuweichen. Mit unglaublicher Arroganz behaupteten Shells Unternehmensleiter, dass die Länder, in denen der Konzern tätig ist, von ihrer Präsenz profitieren müssten. Tatsächlich hatten sie 2016 für die über 170 Betriebe, sowohl vom Vereinigten Königreich als auch von Deutschland, immense Netto-Steuerrückzahlungen erhalten. Diese Machenschaften mögen vielleicht nicht illegal sein, doch sie sind unmoralisch. Die Einwohner der Entwicklungsländer bräuchten die eingenommenen Steuergelder dringend. Doch die Machtlosigkeit kleiner, einfacher Menschen gegen den gewaltigsten Ölmulti der Welt ist frustrierend. Es sollte jedem bewusst sein, dass solche Affären in den betroffenen Ländern zu Unmut führen. Des Weiteren gibt Shell jährlich 22 Millionen Dollar für Lobbyarbeit gegen den Klimawandel aus, ist wegen Korruption in Nigeria angeklagt und an der Bestechung eines ehemaligen Erdölministers beteiligt. Es scheint, die Kette der Anklagen reißt nicht ab. Und so lassen die negativen Schlagzeilen über jahrelange Umweltzerstörung, Demütigung und skandalöse Unterwanderungen die Menschen vergessen, wer der Gründer war und welche Absichten er hatte. Marcus Samuel Sr. war ein Pionier seiner Zeit gewesen und hatte die Vision, eine zuverlässige Quelle für den wachsenden Bedarf an Brennstoffen zu schaffen. Seine beiden Söhne, Marcus und Samuel, wuchsen in ihre Pflicht hinein und legten dabei großen Wert auf Moral und gute Absichten. Sie wollten nicht nur ein profitables Unternehmen aufbauen, sondern auch einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Und das war unsere Dokumentation über Shell. Die Firma, die uns Benzin, Öl und jede Menge Kopfschmerzen beschert hat. Aber hey, wenn du trotzdem weiterhin deinem Auto treu bleiben willst, dann abonniere unseren Kanal für mehr informative und unterhaltsame Inhalte. Und wer weiß, vielleicht finden wir ja bald eine umweltfreundlichere Alternative zu Shell. Bis dahin, keep on trucking!
Als Belohnung hat der YouTube-Algorithmus diese zwei Videos für dich ausgesucht, die perfekt zu dir passen.